Hallo und herzlich willkommen bei Mr. Twister. Heute zeige ich euch, wie man so einen schönen Propellerhut machen kann. So, wir nehmen dazu einen Modellierballon mit einem Ende von zwei Fingern. Wir fangen an mit einer Zwei-Finger-Blase. Die wird einmal umgeknickt und mit sich selber verdreht. Jetzt messen wir unseren eigenen Kopf ab, verdrehen es an der Blase und die restliche Luft, die drücken wir hier rein. Jetzt machen wir noch eine Zwei-Finger-Blase. Die knoten wir an die Mitte von unserem Hut. Einmal umschlagen reicht völlig. Damit wäre der Grundhut schon mal fertig. Nehmen wir den nächsten Modellierballon mit einem Ende von einem Finger. Das Ende brauchen wir nur, um die Ballons zusammenzuknoten. So, der Ballon, der wird einmal geteilt in der Mitte. Wir brauchen die Mitte ziehen, so kriegen wir die Mitte raus. Und dann kommen wir ins gegenüberliegende Ende und drehen den Ballon. Das gleiche machen wir mit dem nächsten Modellierballon. Ein Fingerende. Knoten die beiden zusammen. So, jetzt brauchen wir wieder die Mitte von dem Ballon. Kommen wir ins gegenüberliegende Ende und drehen. Jetzt nehmen wir den anderen Ballon und wir verdrehen diese beiden Ballons in der Mitte. Jetzt klappen wir zwei Blasen zusammen und ziehen sie durch unsere Mütze, durch den Hut. Und hier oben müssen wir jetzt unsere Propeller reindrehen. So, dann richten wir die Propeller noch ein bisschen aus. Und das war's schon. Ist unser Propellerhut fertig. Viel Spaß damit. Tschüss.